Herzlich willkommen zurück zu Medieval. Ja, folgendes. Im letzten Part, ne, wir sind hier im Ölgarten-Level. Im letzten Part hatten wir das Rätsel Nummer 1 vom Jack, dem Rätselmeister. Und zwar kann ich hier nicht drehen, Sterne finden. Und da hatten wir gerade alle gefunden. Also Rätsel war. Haben wir eine Rune? Nee, ne? Das Rätsel war, ja, was kommt bei Nacht, wird aber nicht gebracht, was. Geht bei Tage, wird aber nicht geholt und dann meinte so Sterne, waren tatsächlich Sterne, die wir jetzt zerstören sollten. Ruhe. Ich bringe Gelächter, die Zuschauer freut's, ohne sie bin ich nichts. Ich bringe Gelächter, die Zuschauer freut's. Ohne sie bin ich nichts. Nicht. Ohne sie bin ich nicht. Mund. Hä? Witze. Ist ja wie mit Gollum in der Höhle. So, warte mal, welche Richtung müssen wir jetzt? Denk mal da, wo Feuer zu war. Hier noch nicht, ne? Hier wird noch zu sein. Ja. Da ist ein Feind. Krieg ich den mit dem Wurf durch? Was sind das denn, die versteinerte Ratten, Katzen, ne? Katzenratten. So, da ist das Labyrinth. Denk mal, jetzt wird die Türe offen sein. Na, die nicht. Mal sehen. Achso, dass ich jetzt hier hin muss? Bringe Lachen. Also im Endeffekt muss da irgendwas zerstören. Ah, okay, hier ist offen. Okay. Ja, komm her, Kollege. Der ist voll entspannt, da hinten kommt noch einer. Das war cool. Ist der immer noch nicht weg? Jetzt ist er weg. Truhen. Schilder. Versucht das Rätsel zu lösen. Mal sehen. Der Mund, siehst du? Okay. Was macht er hier? Schläft oder was? Muss ich hier zeitmäßig aufpassen oder was? Da drin sich dann andere mit oder wie? Versteh's halt einfach nicht. Oder ist das einfach nur ein Timer und ich muss schnell genug sein? Ah, okay, guck mal. Oh Gott. Ey, wehe, das überfordert mich jetzt so sehr. Das ist aber so einfach, Leute, guck. Okay, fast. Nein! Kann doch nicht sein. Nee, ich glaube, ist nicht zeitmäßig. Weil der hat sich ja sofort weitergedreht. Das ist mir zu. Ist mir zu? Und den habe ich mitgeholt. Kann auch sein. Was lässt der da für Zeichen aus?
Weiß aber nicht, wo du vorne bist, so, aber er hängt dann anscheinend mit nichts zusammen. Oder hat es damit zu tun, wie die sich angucken? So, jetzt gucken die beiden sich freudig an. Ich komme nicht mehr vorbei, okay. So. Versteh's nicht. Warum verstehe ich es nicht? Dass das letzte vielleicht in der Mitte zeigen muss? So, vielleicht zeigen die mir an, wohin ich gucken soll. Vielleicht da, wo schlechte Gesicht hinzeigt. Vielleicht soll ich da als erstes drehen. So, das war jetzt eigentlich so, wie ich das haben wollte. Das war ihm noch nicht genügend. Okay. Warum drehen die sich dann? Ich würde euch erklären, was ich gerade versuche, ich weiß es nicht. Dass sich immer zwei anschauen müssen und der eine in die Mitte? Und der in die Mitte? Was war denn das Rätsel nochmal? Müssen die lachen? Warte. Okay. Das ist eigentlich einer zu weit.
Die ziehen sich an die schlechten Gesichter. Kann das sein? Das ergibt für mich alles gar keinen Sinn. Ah, das kotzt mich an. Warum bin ich zu dumm für das Rätsel? Dass die Schlechten sich angucken müssen? Mhm. Muss ja auch was mit dem in der Mitte zu tun haben. So. So was am Anfang, ne? Ne, jetzt müssen schon alle in die andere Richtung gucken. Was hat es denn mit dem hier auf sich? Oder ist das einfach nur ein Timer mäßig? Es wird kein Timer sein. So, jetzt müssen die anderen sich aufdrehen. Warum denn jetzt wieder nicht? Ich kann die Logik hier nicht ausmachen. Das war ja gerade okay. Ich hab keinen Bock mehr. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ein gebrochenes Herz. Jetzt sind alle so rum. Sind alle so rum? Ey, keine Ahnung, ich hab keinen Schimmer. Warte. Noch eine Idee? Nee, geht auch nicht.
Also ich habe wirklich keinen... weiß nicht, ob ich jetzt sehe und dann sage, okay, ich google jetzt. Na, okay. Ich weiß jetzt wie. Also zumindest von der Idee her. So, warten mal. Okay. Ihr bräuchtet jetzt, glaube ich, noch einen, ne? Interessant. So. Du bräuchtest jetzt noch einen, ne? Ja, interessant. Und ihr bräuchtet jetzt... Ist jetzt richtig? Also der würde jetzt, ja genau. Der aber noch nicht. So, okay. Ist aber auch ein hartes Rätsel. Also was heißt hartes Rätsel? Hart zu. Ja, irgendwo logisch, ne? Eins, zwei. Okay. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zu langsam. Weiß auch nicht, war es die richtige Reihenfolge? Ja, aber so geht das Rätsel. Da muss aber wirklich erstmal drauf kommen. Ja, und hier oben kommst du halt nicht lang, was auch ein bisschen schwierig ist. Okay, blöd gelaufen. Okay. Ja, war auch nicht der Plan. Das war's doch. Ich glaube, das war so rum. Eins, zwei, drei, vier und das. Dass sich das umdreht. Ich hab's nur beide mit einem Mal getroffen. Oh Mann, das ist doch dieses. Dass du da dann auch einfach hängen bleibst. Also wieder einfach nur die Steuerung. Der Rest geht ja. Das ist aber richtig böse gemacht. Richtig böse. Okay, ich muss gucken, dass ich hier beide mit einem Mal bekomme. Hab ich nicht. Und ich hänge. Und ich hänge. Okay. Und ich hänge. Na, geht noch. Ich treff sie nicht. Oh Mann. Okay, ich habe den zweiten nicht getroffen. Clown ist richtig. Ziemlich clever. Schnell zurück. Bei meinem nächsten vertrackten Rätsel will ich euch so richtig schwitzen sehen. Das wäre so ein Punkt, da wäre ich dann gescheitert. Das hätte ich nie hingekommen. Die Idee, dass du zurückgehst und dann noch drauf zurennen musst, das erschließt sich ja nicht. Also denkst du, okay, da ist ein Rätsel hinter irgendeine Mechanik, du musst da in einer gewissen Weise drehen, dass du so auf Schnelligkeit drehen musst und dann mit Anlauf daran, ansonsten wird das nichts und dann auch wieder zurückdrehen, wenn du es nicht geschafft hast. Alter. Ich leide mit euch mit. Also die Leute, die es in den 90ern ohne Emulator gespielt haben. Ja. Was ist denn? Ja, einfach.
So, wir müssen wieder zu Jack. Da ist er nicht. Aber wenn das nächste noch härter wird, dann sehe ich schwarz. Weiß auch immer noch nicht, wofür die Glocke war. Aber gut. Erstmal wieder zu Jack. Der dürfte... da. Synchronstimme ist halt Hammer. Gesicht wie ein Stein, Haut wie das Meer. Groß mag ich zwar sein, doch Mäuse fürchte ich sehr. Was? Gesicht wie ein Stein, Haut wie das Meer. Groß mag ich zwar sein, doch Mäuse fürchte ich sehr. Mit Lächeln war ich ja eben nicht richtig, weil ja Clown im Endeffekt. Ja, was. Was du warst, Erziehungsfehler? Ist doch mal das Naheliegendste. Ach, hier ist das offen, ne? Ah, guck mal. Ich kann die nicht besiegen. Können die mich angreifen? Ne. Okay, wenn hier jetzt offen ist. Ja, ich hab euch gesehen. So, bin im Tor eingeblieben. Okay. Entspannt. Nach wie vor die Dinger rasen herum, okay. Jo, komm ich wieder raus? Okay, dann schon. So, der ist auch weg. 77% schon. Finde ich aber lustig, dass mit dem Rätsel, mit dem Labyrinth haben sie wohl im Remaster auch eingebaut. Hatte mir ein YouTube-Video angeguckt und ja, da war halt, ne? War halt ein Kommentar, den man geschrieben hat, ja, sagt er auch hier vom Remaster. Okay, also haben sie es dann anscheinend wieder genauso eingebaut. So, erzähl mal. Oh, Wartung. Das heißt, ich kann das Schwert jetzt reparieren oder was? Schwert verzaubern. 100. Okay, ich wähle es mal aus. Okay, Angebot. Okay. So, Schwert ist verzaubern. Was? Ah, ja, toll. Nee, warte mal, kann ich zurück? Ja, super. Ich würde es gerne rückgängig machen, aber naja, gut. Weil das läuft jetzt einfach so ab und dann bringt es einfach gar nichts. So, und du bist das Rätsel, oder was? Angst vor Mäusen, kann ich dich mit einer Maus abwerfen? Ja, das wird doch hier nicht als Deko rumstehen, vielleicht aber schon. Ist ja voll sinnlos, das Schwert zu verzaubern, wenn er nicht im Boss ist. Toll, voll 100 Gold einfach verschwendet. Mega unnötig. Ah ja, okay. Na, ja, jetzt können wir hier. So öffnet sich das Labyrinth. Aber wenn das auf ähnlichem Niveau ist, dann kannst du jetzt schon wieder vergessen. So, hier müsste neu sein. Na. Mal sehen, das verzauberte Schwert. Ja, na, mega. 88%, okay. Okay. Da ist 100. Was hat es damit aus sich? Was? Wer hat jetzt geschossen? Ja, oder was? Ah, okay. So, das heißt, ich könnte hier auch noch hin. Und den vielleicht platt machen. Erstmal speichern. Ne, den kann ich nicht platt machen.
interessant. So. Oh, schon weg. Das Rätsel schon komplett vergessen. Was hat's mit den Teilen hier auf sich? Da hinten ist irgendwas. Ja, ich habe auf jeden Fall eine Rune. Aber wo lang? Haben wir irgendwo was gesehen für eine Rune? Muss man mal gucken. Hier war ja nix. Ne. Achso, vielleicht hier noch einen. Mit der Glocke. Wasserglocke? Sag nicht, dass das jetzt alles nur noch rätsellastig. Ah, hier. Okay. Stimmt, erinnere mich. Wird nicht nur der gewesen sein. Das ist mit den Ratten jetzt, aber... Ach, die folgt mir. So, wer hat Angst vor dir? Wo war noch ein Feind? Ah, warte, das ist Jack. Jack hat Angst vor Ratten. Gesicht wie ein Stein, Haut wie das Meer. Groß mag ich zwar sein, doch Mäuse fürchte ich sehr. Ist er nicht irgendwie Jack der Große? Wo ist die Maus hin? Hä? Hat er deine Maus hier mitgenommen? Da ist er, ne? Ja. Okay, zu viel Abstand oder was? Oder nicht in die Richtung? Nicht in die Richtung, okay. Auch ein Hinweis, aber cool, wie die folgt. Katzen. Achso, muss ich aufpassen, dass die nicht fressen, oder hä? Achso, und jetzt ist er weggerannt. Gesnackt. Okay, wir müssen mit der hier lang. Okay. Wo ist er? Ich hab's ja gehört, Alter. Denk mal, wenn sie da angegriffen wird, wird das Richtige sein. Aufpassen. Elefanten haben Angst, stimmt, vor Mäusen, ne? Irgendwie was? Oder halt. Das ist irgendein Comic, war es sich irgendwo so mit eingearbeitet? Ihr habt den Bluff durchschaut? Natürlich ist die Lösung nicht schwer. Es ist ganz einfach ein Elefant. Doch jetzt tut ihr mir fast leid. An meinem nächsten Rätsel werdet ihr euch wie alle anderen die Zähne ausbeißen. Kommt her. Dachte noch keins der Rätsel, Bruder. Na gut. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, super, super gerne Daumen nach oben. Wünsche euch einen wunderschönen Abend.
Und bis dann.